herzlich willkommen auf meinem Hof Bergmann und im LS19 Projekt mit dem T-Shirt Farm. Hallo. Hallo. Und das sitzt ja schon im Seedmaster. Und wie gesagt, wenn euch das Projekt gefällt, gerne ein Like, Abo oder Kommentar da lassen. Da kommt Weizen rein, nicht der erste, ne? Och, Menno. Okay. Aber du hast gesagt, du weißt, wie wir die Enten befüttern können, wie wir das können. Ja, das weiß ich. Dann gehen wir gerade mal runter zu den Enten. Ich bin das nicht so laut, weil das Spiel, Alter. Jetzt. Okay. So. Weil ich hatte ja gestern vergeblich versucht, die Enten zu füttern. Der Hahn rennt auch schon hier rum. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Ja, dann lass mich mal. So, ich guck dir mal zu. Ja. Ich mal, warte mal. Ja. Ich muss mal gerade gucken. Die Dresche ist nämlich schon wieder voll. Und wir haben keinen anderen Traktor. Habe ich alle Traktoren verkauft, ich hält? Wieso hast du die verkauft? Ich wollte. Ja, hallo, was will ich mit 5 Traktoren? Ich bin doch alleine gewesen. Ja, aber dann kaufen wir uns was Schönes Neues. Ja, okay. Das kann eigentlich nicht sein. Na, warte mal. Ich hatte den schwarzen Fendt 515 noch. Der ist weg. Ist der nicht Multiplayer tauglich? Nicht, dass ich wüsste. Warte mal. Ja, der ist nicht drin. Deshalb. Wir hatten 2 Traktoren. Ach, Menno. So, warte, ich wollte eigentlich zugucken, wie du das machst. Eigentlich sollte das ein ganz einfach reinzukippen sein. Und wo musst du reinkippen? Hier in diesem. Eigentlich. Ach, wenn ich das nicht laggen würde, danke. Hier rein eigentlich. Also oh. Sollte man hier eigentlich abladen. Es kann sein, dass man das reinschaufeln muss. Ja, aber wo soll ich denn jetzt eine Schaufel hernehmen? Warte mal, warte kurz, warte kurz. Ich hab eine Idee. Nein, ich hab eine Idee. Stimmt, ja. Gute Idee. Warte, ich komm. Ey. So, dann mach ich schon mal Frontschieber. So. Das ging ja, glaube ich. Ja, das geht. Kann ich die jetzt immer noch heben? Ah ja. So, und nun? Du musst da draufstehen. Ah ja, ist leer geworden. Cool. Ja, dann geht das mit dem Teilen. Warte mal. Ja. Weizen, Gerste, Mehl 250. Cool. Geht? Ja, so. Aber, es gibt auch noch. Ja. Puh. Ist die jetzt leer oder nicht? Ist leer. Warte mal, ich komm mal gleich wieder. Ja. Weiß noch nicht, welche. Kann ich hier das Getreide auch reinmachen oder was kann ich hier bei dem Shop hier verkaufen? Bei dem Shop hier. Nee, warte. Das steht hier irgendwo. Ja? Irgendwo steht das. Eier, Milch, Käse, Kartoffeln und mehr. Ja, was ist und mehr? Ja, Eier, Milch, Käse. Nee. So, warte mal, kann ich. Die gibt's nämlich auch noch. Ich weiß noch nicht, ob das die großen sind oder die kleinen. Wenn es die großen sind, kann ich die gleich nicht mehr bewegen. Ah, doch, geht. Da ist das so richtig. Die haben 500 Liter, die kleinen. Die hier? Ja. Okay. Die Holzboxen? 250. So, mach nochmal rein. Ja, muss ja rein. Interessant, ey, richtig krass. Oh, mach voll das Ding. Es ist einfach noch 90% hier drin. Wo? Im Anhänger. Das ist ja. Dein Ding. Ach, okay. So.
Das geht ja schnell. Ja. Was hast du jetzt? 3000 sind gleich drin. Ja, das war eng. Oder wir schaffen uns halt mit einer Schaufel rein. Ja. Das, dann würde ich das hier hinschippen und du würdest das dann da aufsammeln. So, passt. Ist voll. Die eine volle. Warte mal, warte, ich stelle hier noch eine volle Kiste hin. Dann haben wir gleich fürs nächste Mal noch ein bisschen Vorrat. Warte, bleib stehen, fahre ich die über den Haufen hier. Ich fahre dich gerne über den Haufen. So, dann haben wir hier nämlich ein bisschen Vorrat stehen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Dann lagere ich das eben ein. Yep. Ich weiß nicht, wo das lange ist. Ja, besser wie ich. Ich habe nämlich keine Ahnung. So, egal. Wir brauchen noch einen Traktor. Mir relativ. Was würdest du denn nehmen? Ich kipp kurz ab. Dann guck ich mal. Ach. Also ich bin am überlegen, ob wir uns einen 6R holen. 6R? Ja. Mit 300 Pesen. Frontlader. Ich guck mal, wann mir die Trasse. 6R, größte Ausführung, dann gib mir mal den Fendt. Dass ich den Drescher abtank. Ja, kann sein. Gut. Wo ist denn das Silo jetzt? Was ist denn das jetzt aufgegabelt? Das ist hier nebenan. Oh, nebenan. Da Ach, das gehört auch noch dazu, okay. Ja. Gut. Mal wieder was wissen. Neues gelernt, ne? Ja, die Map, die hat mich völlig kaputt gemacht. Ach, da geht's aber runter. Dann würde ich mir vielleicht einen Baltra kaufen. Ne, ich meinte den 6R für dich. Ja, ich darf doch... Darf ich aussuchen, welche ich will? Nein. Nein! Ja, mir wurscht. Hat mit 250 PS kostet der... Habe ich vergessen, wie viel? 195. Und der kostet halt für ein bisschen mehr. 300 PS. Weiß ja nicht. Wie viel hatte Waldra? Wie viel PS? 250. Oder so ein Massey Ferguson ist noch günstiger dran. Der hat zwar nur 280 PS, kostet aber auch nur 211. Ja, wäre auch okay, dann hätten wir mal ein bisschen Abwechslung. Ja, also nehme ich den MSC. Dann kannst du, mit Frontlader nehme ich ein bisschen. Gleich mal auf Feld, was haben wir denn? Ich glaube 2. Dann kaufe ich den jetzt. Jupp. Wenn du mir die Erlaubnis gibst, danke. Das Stroh aufsammeln. Das Stroh aufsammeln? Okay. Hast du, kannst du hier alles machen, was du brauchst? Nee. Noch nicht. Achtung, speichern. Jetzt. So. So. Soll ich noch was vom Job mitbringen? Ja, warte. Ich kauf dir noch was. Wir müssen halt ein bisschen muss man investieren, ja? Ja. Dann so ist es halt. Ja. Ich warte. Da. Hast du richtig geraten? Wieso richtig geraten? Ach, du wartest. Ich rate verstanden. So. Nee, ich bin nicht so gut im Raten. So, auf welches? Auf 2, ne? Hä? Auf Feld 2, oder? Ich glaube, dass das Feld 2 ist, ja. Ja. Wenn du auf Feld 2 bist, dann ist es Feld 2. Weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Guck dir die Map doch mal im Singleplayer an, dann weiß ich. Nee, finde ich langweilig. Dann weiß ich ja schon alles. Oh, da liegt der Frontlader noch rum. Ich weiß nicht, ja, der ist wohl nicht Multiplayer tauglich, der Fendt. Mhm.
Die Schwade sind klein. Ich weiß nicht, warum hatten die Drescher die Arbeit erledigt? Und behauptet er so einen Unfug? Weil Standardhelfer vielleicht. Ah, der ist am Ding angelangt. Ja. Ah, da kommt ganz schön viel runter. Bei so einer dicken Schwarz. Ja. Wofür brauchen wir das denn? Hast du Kühe? Ich hab's jetzt erstmal eingelagert. Kühe werden wir auf jeden Fall machen. Also ich habe eigentlich vor, alle Tiere mal anzugehen. Auch die Schweine. Ich würde als nächstes die Pferde machen. Und dann die Kühe. Warum dann die Schafe und dann die Schweine. Pferde, weil du kaufst sie für 5.000 ein und kannst sie für 50.000 verkaufen. Dann musst du aber auch jedes Mal reiten. Ja, das ist ja egal. Was haben wir hier? Gerste. Was brauchen die? Hafer brauchen die, gell? Ja. Es gibt auch einen Mod, der die Pferde automatisch reitet. Ja, ja, bekannt. Der ist bekannt. Wenn man dann noch bauen kann. Doof. Feld 3 ist kaputt. Wieso? Ja. Da war nämlich Hafer drauf. Ich weiß. Schweiß. Dann fahren wir gerade hier das Stück zu Ende. Ich weiß gar nicht, wie viel geht denn in das Strohlager rein? Ja, wo ist das überhaupt? Das weiß ich nicht. Gerade aus dem Hof hinter, aber nicht nach oben, sondern links. Links die, dran. Ja, Holzschuppen, ne? Ja, ich glaube. Ja, dann. Ja, stimmt. Ja, ist mir entfallen. Muss man auch anschalten. Ne? Jupp. Das habe ich schon rausgefunden. So. So, Ja, genau. Fix war ich. Krass. Gell? Brutal. Ja, das ist ein bisschen brutal. Bruder, brutal. So. Dann mach ich das mal an. So, anschalten. Zack. Also er hat sich schon richtig was gedacht, der Andi hier. Bei dem. Ah, richtig. Bei dem Map. Nice. Wenn ich noch wüsste, wo genau der Trigger dafür ist. Direkt vor dem Rohr nach oben. Gegenüber vom Frontlader. Ja. Ja, das ist ein bisschen schade, dass da keine Trigger angezeigt werden. Bist du dran? Nö. Lass mich mal kurz rein. Warte, ich. Ja, guck mal. Ja. Ist denn hier noch irgendwas? Ja, du musst einfach da ranfahren. Das habe ich getan. Ja, und dann? Ich konnte ihn nicht abschütteln. Ja, ja. Hast du die Maschine an? Kippst einfach so ab. Steuerung I. So? Ja. Und dann guckst du hier rein. Und dann läuft die Sache nach oben. Alter, das ist ja mal geil. Ja, siehst du mal, habe ich dir was beigebracht. Alter Schwede. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Es ist ziemlich realistisch, weil du kippst sie wirklich einfach nur so theoretisch auf den Boden und erst saugt es an. Ja. Bloß die Frage, wie groß ist der Trigger davon? Ja, das habe ich jetzt auch nicht. Also ich bin gestern direkt, das letzte Mal, als ich aufgenommen habe, so muss ich sagen, bin ich direkt davor gestanden. Da bin ich nicht so hässlich hingefahren wie bei dir jetzt gerade. Ah, das ist ja geil. Das wusste ich jetzt nicht mehr. Ja, das habe ich relativ schnell rausgekriegt. Aber das mit den Hühnern, da war ich völlig überfordert. Wie lange hast du
Wie lange hast du gebraucht, bis du abgegeben hast? Ja, ich glaube, das war schon Ende der Folge. Genau, dann bin ich noch rumgefahren und wollte irgendwo das Getreide loswerden. Das hat auch nicht funktioniert. Wo wolltest du das denn eigentlich abkippen? Nein, den Seedmeister. Eigentlich wollte ich es ins Silo kippen. Das Silo habe ich nicht gefunden, dann habe ich mich für den Seedmaster entschieden. Und dass da nur Weizen reingeht, habe ich halt nicht gecheckt. Und da muss noch, müssen wir noch dazu was kaufen. Also, das heißt, Saatgutbeize, sonst geht das nicht. Ah, für den Seedmaster? Ja. Ah, okay. Soll ich mal davon was kaufen? Nee, brauchen wir im Moment nicht. Wir haben ja, ich glaube, ein bisschen Saatgut am Hof. Ja. Und müssen ja dann sowieso erstmal das Feld hier vorbereiten. Und Weizen haben wir ja noch gar nicht, um jetzt Saatgut herzustellen. Stimmt. Uiuiui, das dauert aber ein bisschen länger hier, ne? Ist man schon beschäftigt. Ja. Es ist nicht mehr alles nur zack, zack, zack. Fertig. Ja, ist auch richtig so. In der Gülleplatz, der hier hinten ist, so richtig geil gemacht. Ich glaube, da wird sogar die Gülle dann angezeigt, wenn man sie befindet. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Und man kann die Decke alle öffnen und so. Ja, hier ist viele Funktionen verbaut. Ich weiß gar nicht, wie viel geht denn ins Strohlager rein? Das weiß ich nicht. Ja, steht auch nichts dran, ja. Warte. Sie laufen auf der Stelle ziemlich schnell. Vor allem, der zieht das Stroh auch wirklich ein. Da war er weg. Aber brauchst dann kurz nicht connecten. Déjà warm. Déjà warm. Er ist disconnected. So, aber das soll es auch gewesen sein von der ersten, von der heutigen Folge. Mein Quatsch. Landwirtschaftssimulator 2019 auf dem Hof Bergmann. Bist du wieder da? Hallo? Ja. So. Gerade die Abmoderation. So, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Like, Abo oder Kommentar. Und bis morgen. Haut rein, macht's gut. Ciao. Ciao.